Hey! Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft! Sparks Challenge! Ich habe gerade Minecraft aufgenommen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt und hier sind schon unsere ersten Gebisse gewachsen. Das heißt, dass wir schon mal unser erstes Golem bauen können. Lass mich gerade mal ganz kurz essen, bevor wir das machen. Und hier im Hintergrund läuft noch die neue Musik vom Osterkonzert, die hatte ich ja dem letzten schon mal drin. Also in der Minecraft-Folge von dem letzten. Machen wir zuerst Schnee oder Eisen? Ich hab zuerst Bock auf das Eisengolem. Weil das einfach so toll aussieht. Bob. Ich nenne ihn einfach Bob. What the fuck are you doing here? Damn, cancer, please. Vor allem, warum verbrenne ich mich am Tag? Sind die irgendwas Besonderes oder so? Hallo. Ich krieg einen Gesellen. Ich bin ganz freundlich. Kuh, geh weg! Danke. Und. Hallo! Hallo! Okay, mal die Challenge schon mal. Wenn das nochmal mit einem Wechsel können wir noch den Schneegolem bauen. Und dann hält mich hier eigentlich nicht mehr arg viel. Denn dann, obwohl das heißt arg viel, ich würde sagen fast, dass wir uns eine Uhr kaufen. Die Tage über ein bisschen Diamanten farmen. Und dann nachts Enderman jagen, sobald wir hier den letzten Golem haben. Golem, ja, einen Schneegolem hat, also sobald hier der letzte Kürbis gewachsen ist. Alle wissen ja, das ist wichtig und so. Muss ich aber gucken, was habe ich denn noch so? Habe ich gerade die Schneedingse? Hab ich sogar schon 3 Enderaugen und auch Enderperlen. Mit Enderaugen kommt man jetzt zum Dings. Eigentlich kann ich das schon fast mal suchen. Aber wir brauchen dann auf jeden Fall noch ein bisschen Lohnstaub eigentlich, dass wir uns noch mal in die Hölle gehen. Gut, Blaze hast du eigentlich schnell getötet. Warum habe ich eigentlich die Mannschaft um dich? Naja, dann fahren wir die Diamantschaufel. Da müssen wir sowieso noch ein paar Items sammeln. Ich glaube, eine Lohnroute brauchen wir sogar noch. Hätte ich nicht eine Lohnroute da drin lassen sollen? Keine Ahnung. Könnte ich heute mal nicht kurz nachgucken. Ah, der letzte Kürbis ist gewachsen, das ist ganz toll. Da fällt mir aber das wäre doof. Wir dürfen ihn aber nicht da drin pflanzen. Wir brauchen nur noch mal ein extra Stück Zaun, weil der macht ja alles zu, obwohl eigentlich ist egal. Ob jetzt hier die Kühe und Schafe und Schweine keinen Schnee kriegen. Weil ich töte ja sowieso nicht. Nur noch nicht. Zur Not machen wir das dann weg und machen dann ein neues Gehege. Das geht dann schon. Und somit haben wir beide Golems gebaut. Ja, da und Sugoi. Vertragt euch! Und macht du nicht zu viel Schnee, okay? Oh, sorry, nicht zu viel Schnee. So, und wie gesagt, hält mich hier jetzt eigentlich nicht mehr viel. Ich würde noch ganz kurz, wie gesagt, eine Uhr craften. Das heißt eben sehen, es wird langsam Nacht, dass wir dann hochgehen. Ich würde dann aber gerade ganz kurz googeln, wie man nochmal eine macht. Ich habe noch genügend Eisen, müsste eigentlich reichen. Ich habe gerade Google noch offen. Ich gucke gerade in den Forum. Das ist nicht so gut, oder? Warte. Ich nehme mich falsch auf eine Seite. Verlauf. Ich hab's gleich. Ganz ruhig. Da haben wir so mein Kaffee. Das war für. Jetzt suchen wir nach. Eine Uhr. Okay, habe ich. Haben wir Redstone? Okay. Da bin ich gerade nicht sicher, weil eigentlich haben wir ja nie Redstone gebaut, deswegen war ich mir jetzt gerade nicht sicher, was wir überhaupt haben. But we have it and this is beautiful. So, wir haben eine Uhr, das ist perfekt. Was wir hier lassen, ist das da, das da. Das nehmen wir mal einfach mal mit. Eigentlich können wir, würde ich sagen, können wir noch hier lassen. Und wir brauchen noch ein paar mehr Spitzhacken. Ich glaube, es wird gerade schon direkt Nacht. Dann würde ich sagen, suchen wir die Nacht sogar schon direkt Enderman. Wir haben ja jetzt leider unser Schwert nicht mehr verzaubert. Wir könnten theoretisch auch kurz einfach Schärfe 1 draufpacken, oder? Aber verstehe ich gar nicht ein Level, weil wir so viele Bücher haben. Ja, dann verzaubern wir es ein andermal. Ich weiß auf jeden Fall, obwohl wir, eigentlich brauche ich meinen Bogen auch noch, aber wir haben keine Pfeile. Haben wir da mit Pfeile oder mit Bogen? Können wir jetzt das Craft? Oh, wir haben sogar noch Spitzhacken hier. Ja, wir suchen mal ein bisschen. Aber wir gehen nicht zu weit weg. Ich weiß noch, wo ich es in meinem Singleplayer finden wollte, habe ich einfach die Spawnrate höher gesetzt. Mache ich hier nicht. Creeper Skelette. Wir können auch heute jemanden so ein bisschen Level farmen, wa?
Abandonments in der Priorität und so. Hallo? Achso, das war dann noch ein Test. Ups. Und ja, ich habe ein neues Soundpack auf dem TS drauf, falls sich einiges immer noch mal fragen. Tja, was sind denn das so komische Sounds? Schon neues Soundpack. So, und ich kriegen wir den auch direkt down. Wo bist du? Boah, Gott, ich meine, die machen nicht viel Schaden. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War kein Half-Life, nein. Wir wollen aber dennoch mehr. Wo wir schon mal gefunden haben. Ist ich nur Zombies und Creeper, ich eine Spinne, Skelett, Zombie, zwei Creeper. Warum sind da nicht so fucking viele Mobs, Alter? Haben die halt irgendwie eine große Mob-Party? Zum Mobben? Nevermind. So, hier finde ich Skelette nicht. Gehen wir ein bisschen in den Wald. Wir sind ja gerne im Wald und verkleidet den kleine Kinder. Slenderman, Enderman, so, genau. Hahaha! Der Enderman hat es ja, Slenderman hat es ja damals, oder hat es ja speziell auf Kinder abgesehen. Wo ich bin eigentlich kein Kind mehr. Ich fühle mich noch wie ein Kind. Ich bin ein Kind! Stirb, Spinne! Stirb! Durch das Fell eines Kindes! Enderman, I'm searching you for every day in my life. Und ich komme mir gerade sofort, als wäre ich in der Survival ganz ohne, weil ich auf die Bäume von Bertha kaputt mache. Time Cancer! So, wir essen gerade nochmal was. Warte, ich will das essen. Er kommt näher! Hätte vielleicht vorhin gar ein Zombie-Anime geguckt. High School of the Death, kennen bestimmt einige von euch. Und hat Erik auch gefunden und hat ihm auch geguckt, obwohl ja Erik eigentlich gar nicht so für Animes ist. Und der hat ihn eigentlich nur geguckt, weil es da um Zombies und Titten ging. Ja, ja. Aber ein Enderman pro Nacht ist schon eine Marktausbeute, oder? Gut, die Nacht ist ja noch nicht rum, wa? Wir werden schon noch ein paar finden. Die Huren können sich nicht alle verstecken. Und irgendwann, diese Chance werden aber zu allerletzt machen. Wird dann sein, dass wir Ocelot suchen. Diese Challenge werden wir wirklich komplett zum Schluss machen. Weil ihr wisst, wie viel Krebs ich damals schon hatte. Oder was dann passiert ist, weil ich mich vor Trauer und Verzweiflung in den Tod gestürzt habe. Obwohl ich ja nicht gar nicht sterben wollte, aber. Sei es drum. Ah, das sind zwei. Wenn ich einen eingreife, greife ich den anderen dann auch an. Das wäre nicht so schlimm, was nicht weit weg ist, aber. Ich möchte nicht sterben. Okay, tut er nicht. Arigato. Ich lasse mich kurz vollheilen, bevor ich den. Ich könnte wahrscheinlich noch ein anderes Mob in der Nähe. Dass das hinten kommt, okay. Heilen wir uns kurz voll. Arigato. Ich mein Konnichiwa. Enderman Senpai. Ich töte dich gleich. Alter! Ich hab dir doch gar nichts gemacht. Warum greifst du mich an? Zeige ich keine First Hits, Alter. Weißt du, er läuft einfach gegen mich und fängt an, mich anzugreifen. Was ist falsch mit dem Typen? Da kann er nicht gut kämpfen, weil er hier kein... Oh! I'm so fucking skiller. Oh, war das gut. Okay. Hallo. Da brauche ich eigentlich schon Pfeile, Alter, dringend. Wenn wir gegen Energy kommen, sind sowieso... Haben wir bei denen ein paar Pfeile? Also, ich würde sagen, tun wir einfach Skelette und Enderman, oder? Weil das sind nicht die wichtigsten Sachen. Wenn ich jetzt gerade vom Loot ausgehe, ich meine, klar, XP und so, aber wir kriegen viel, viel mehr XP beim Farmen als jetzt hier so. Das wisst ihr. Aber sonst sehe ich hier nichts. Wo seid ihr? Ich weiß schon noch, wo es zurückgeht. Da hinten seht ihr da schon zur Bude. Zur Not habe ich mir die Koordinaten. Habe ich mir die wieder aufgeschrieben? Ich glaube. Nachdem die Festplatte kaputt war, waren ja die ganzen Koordinaten vom Dings und so weg. Okay, dich töte ich aber auch nur, weil. Oh mein Gott! Du läufst in Ruhe, guckst nach dem Mob, was ich. Boah!
Ja, hallo. Da springt die freudig vom Baum runter. Das ist Teichbinkchen. Little bitte mal. Oh, schieß. Schieß auf den Creeper. Mit der Schallplatte. Warum sind da nicht drei Creeper? Ich bin eigentlich nur das Skelett, wenn ich ehrlich bin. Das ist zu viel. Wenn jetzt ein Skelett alleine gestanden, da, guck, das kann, das hier. Das kann ich zum Beispiel locker, fokussen. Weil das ist voll out of position, ne? Da. Oh ne, keine Hexe. Das ist jetzt auch voll out of position gegangen. Und ja, ich benutze gerne LOL-Begriffe in Minecraft. Okay, der ist nicht ganz out of position, weil da ist noch ein Creeper hinten. Die sind auch Creeper und der Zombie, ich krieg ihn trotzdem. Aber er hat nichts gelootet! Okay! Alter, das ist hier gerade so unglaublich aufregend. Ich will eigentlich einen Enderman töten, aber die anderen kommen halt auch. Die wollen halt irgendwie auch mit mir spielen, keine Ahnung. Da ist schon eine Spinne bei. Okay, Spinne kriegt man auch platt. Jetzt dich. Oh nein, ich will gegen keine perfekte Hexe kämpfen. Wenn die mir ein Gifttrank hier wirft, wo noch überall Mobs sind, bin ich instant tot. Hattrick Assidia LP. Der YouTuber, der sein Handy beim Aufnehmen nie auf lautlos stellt. Nee, ist voll schön. Ich glaube, wir laufen. Oh! Ich hab gerade gedacht, da habe ich doch einen Pfeil in meinem Po gespürt. Na du? Na du, na du. Ich glaube, du siehst, dass von hinten ist gleich eine Spinne kommt. Weißt du, im Wasser gegen ein Skelett kämpfen, das klappt, oh mein Gott. Zwei Spinnen und ein Skelett. Wie soll ich das überleben, bitte? Das ist nicht möglich. Verstehe ich das richtig? Ja, die Spinne hat das Skelett getötet. Ja, da. Geiler Scheiß. Lass mich mal bitte ganz kurz mein Leben auffüllen. Ich sehe dich. Hallo. Hallo, kleiner Chambi-Mann. Okay, das reicht für dich. Das ist sowieso nichts. Kälte. Wir gehen gleich zum Enderman. Warte mal, sind das sonst noch Mobs? Warte, wir müssen das mal wegmachen. Sag mal, was wollt ihr denn alle von mir? Bin ich so attraktiv? Weiß, ich bin ein sehr schöner YouTuber. Okay, ich lass mich die mal töten. Hey! Komm zurück! Wo bist du? Da! 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 Hier noch eine Enderperle, perfekt. Essen und ab nach Hause. Die Richtung müsste es sein. Da hoch so. Oder bin ich hier richtig? I hope so. Ich bin ein bisschen weit weggelaufen. Ach nee, da ist der Wald. Das passt auch. Und nee, das hat niemals ein Fichtenwald. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen in die Richtung. Oh mein Gott, drei Herzen und ein bisschen Zombie. Ja, ich kann es kurz heim. Dann gehen wir, wie gesagt, den Tag mein. Obwohl ich interessant bin, wird die Folge, dann gehen wir die nächste Folge meinen. Drei Pfeile, zwei Enderperlen. Vier Seide für den Bogen. Ich würde dann aber sagen, wir werden auf jeden Fall ein bisschen meinen. Arg viel ich werde da definitiv wahrscheinlich ein bisschen was verzogen wissen gegen Ender Dragon. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal versuchen, einen guten Bogen nach Leute zu verzaubern. Und auf jeden Fall Infinity brauche ich. Wenn ich nicht Infinity habe, brauche ich viele Pfeile. Oder halt dann Diamantschwertzüge sind wirklich zweireich oder sogar noch Diamant würde ich sogar dann noch Nachrüstung oder so packen. Wie gesagt, wir werden das so machen, tagsüber nachtsüber ändern, wenn wir uns Skelette jagen und tagsüber meinen und dann werden wir das bestimmt mehr hinkriegen mit dem Ender Dragon. Wenn der totisch gibt es dann. Ach, ich hab Hunger, mein Bäuchlein grommelt. Hey! Hör auf zu grommeln! Böses Bäuchlein. Ich nehme nachher noch ein Video auf. Und ja, das ist zwei. Fünf Video vom Sonntag auch noch. So, dann würde ich sagen, war es das hier an der Stelle. Wir haben in dieser Challenge zwei, in dieser Folge zwei Challenges geschafft und werden jetzt dann demnächst vor der Enderman, vor der Ender Dragon angehen. Und ja. Und dann hoffentlich klappt mich. Ich bedanke mich nicht fürs Zuschauen. Und ja, noch einen wunderschönen Tag. Wir sind dann wieder bei S-Bug Challenge. Was gibt es noch zu sagen? Also, tschüssi, guckt in die Playlist und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!